Daniel Kapitel 7 haben wir Daniels Vision von den vier Raubtieren und dem Menschensohn kennengelernt. Daniel hatte eine Vision, wodurch Gott ihm die zukünftige Weltgeschichte offenbarte. Große Königreiche würden kommen und gehen. Aus dem vierten Königreich würde ein Horn hervorkommen, welches sogar gegen Gott rebellieren und voller Frevel Feste und Gesetze ändern würde. Doch am Ende der Zeit kommt das Gericht Gottes und der Menschensohn, der mit den Wolken des Himmels kommt, wird ein ewiges Reich aufrichten. Wir wurden sehr ermutigt, dass Gott selbst die Geschichte in der Hand hält. Wie gnädig es ist, dass wir nicht für diese Welt leben, sondern uns jetzt schon auf das ewige und unvergängliche Reich Jesu freuen dürfen. Missionarin Priska hielt einen Sondervortrag über Pastor Wilhelm Busch, der auch die Versuchungen der Nazizeit überwand, indem er fest an das Gericht Gottes und das ewige Reich Gott Jesu glaubte. So konnte er vielen jungen Menschen helfen, keinen Kompromiss zu schließen, sondern vielmehr zu globalen geistlichen Leitern ihrer Generation zu wachsen. Beim Glaube Leaders Gottesdienst hat Peter Josef über Hebräer 9 und 10 gepredigt. Er bezeugte darin die vollkommene Erlösung, die durch das einmalige Opfer Jesu Christi kommt. Durch den Glauben an ihn sind wir ein für alle Mal gerecht gesprochen. So dürfen wir, statt uns weiter mit unseren Sünden zu beschäftigen, ein neues und siegreiches Leben durch den Glauben an Jesus führen. Beim International Wednesday Bible Seminar gab es einen Vortrag über Biblical Preaching von Joshua Elzholz. Unter den nächsten Generationen haben Daniel Gates, Faith Kim, Samuel Abraham Chang, Sarah Schweitzer und Grace Kim ihre Stellungnahmen vorgetragen. Am Jüngerschaftsabend haben Sarah Schweitzer und Rebecca Pauline Chang gepredigt. Sie bezeugten, dass Jesus unser wahrer Hohepriester ist, der ein für alle Mal das Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Wegen dieser Gnade dürfen wir im Glauben wachsen und als Jünger Jesu von Gott gebraucht werden. Andrea Schweitzer hat ihren Sondervortrag über die Geschichte der Medizin weitergeführt. Beim Leadership-Seminar hat Samuel Abraham Chang über die biblische Geschichte auf Karten im 4. und 5. Buch Mose berichtet. Unsere nächste Generation hat fleißig das bevorstehende Global Leadership Empowerment Forum vorbereitet, indem sie ihre Botschaften und Factual Studies geübt und Gottes Wort auswendig gelernt haben. Wir beten, dass Gott jeden von ihnen als einen globalen Bibellehrer für diese Generation aufstellt. Die Universität Rostock wurde im Jahre 1419 gegründet und ist damit eine der ältesten Hochschulen Deutschlands sowie die älteste Universität im Ostseeraum. Zuletzt waren ca. 13.000 Studierende immatrikuliert. Mindestens 3 Nobelpreisträger haben in Rostock studiert oder geforscht. Sie besitzt mehrere Sonderforschungsbereiche und ein angeschlossenes Max-Planck-Institut für Demografie. Beten wir, dass Gott hervorragende Bibellehrer für die geistliche Wiedererweckung unter den Studenten aufstellt. Wir beten gemäß Nehemia 2,17 für den Wiederaufbau der geistlichen Mauern in Europa. Wir beten für die Mobilisierung unserer nächsten Generation gemäß Hesekiel 37,10. Lasst uns auch für die Bildung von 10.002 Bibelstudienteams, für die Pionierung aller 1.700 Campus in Europa und für die Aussendung von 100.000 Missionaren bis zum Jahre 2041 beten. Wir beten gemeinsam für das International Bible Seminar jeden Mittwochabend sowie für die Vorbereitungen auf das GLE Forum 2022.